Sehr geehrtes Auditorium, ich bin heute früh ein bisschen überrascht worden durch einige Gespräche und der Auswirkung auf mich und habe meine ganze Einleitung ein bisschen umgeschmissen und werde ein bisschen authentischer auf das Thema zugehen. Hintergrund ist, dass mich das sehr gefreut hat, hierher zu kommen in dieses Ambiente. Und Frau Jüngling erzählte ich dann, ja, nicht mal ein Kilometer von hier entfernt habe ich mein Abitur gemacht und bin hier in dem Bezirk groß geworden. Und dann fiel mir ein, wie das damals war mit dem Cannabiskonsum an der Schule. Und da fiel mir zum Beispiel das Verleinix ein. Das ist eine Kneipe, die gibt es heute, glaube ich, nicht in der Wilhelmstadt. Da einige sagen ja. Also wo Mitschüler von mir regelmäßig ihr Dope einkauften. Ich gehörte damals zu denjenigen, die Cannabis irgendwie ganz spannend fanden, aber auch ängstigend. Ich habe in der Zeit nie konsumiert, habe das später aber auch mal ausprobiert. Und das ist was ganz Authentisches, denke ich, womit wir alle zu tun haben, dass Cannabis einerseits etwas ist, von dem wir wissen, dass es eben viele Risiken in sich birgt, aber dass es andererseits etwas ist, was in der Gesellschaft sehr verbreitet ist. Und ich frage jetzt mal nicht, wer hier alles schon konsumiert hat. Ja. Es würden aber, denke ich, einige Hände hochgehen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Eingang auf das Thema. Und ein anderer Aspekt, der von der Zitadelle ausgeht für mich, ist der, dass ich heute schon mal auf die Freilichtbühne geguckt habe, weil ich am Montag bei Massive Attack sein werde. Und ich war im Februar auch beim Konzert im Tempodrom und da gingen Cannabiswolken durch den Saal. Und ich habe jetzt nicht nachgeforscht, ob da jemand dabei ist, der jetzt also sofort meine Beratung braucht. Wenn ich jetzt eine besorgniserregende Situation gesehen hätte, dann wäre ich drauf zugegangen. Aber das habe ich nicht wahrgenommen und wahrscheinlich werde ich hier auch am Montag nicht moralisierend unterwegs sein, sondern einfach das Konzert genießen und damit leben, dass die Wolken wahrscheinlich wieder hier über den Campus wabern werden. Und ich habe jetzt ganz bewusst erstmal vorangestellt so ein paar Bilder, die lassen Sie die mal auf sich wirken. Die sind ganz willkürlich aus dem Netz gewählt, die so ein bisschen den Umgang mit diesem Stoff signalisieren können, was das so in uns auslöst. So ein Bild hier vielleicht auch, weil wir, das eine ist ja eher so ein bisschen witziger, positiv hinterlegt und verklärt vielleicht die Geschichte schon. Bei dem Bild ging es mir so, dass ja irgendwie war ein unangenehmer Aspekt dabei. Mir fällt an der Stelle auch eine Party ein, auf der ich so als 18-Jähriger war und wo ich eine Mitschülerin beim Konsumieren sah und ganz erschrocken war, wie die auf einmal aussah. Also das sah sehr krampfhaft aus und irgendwie ungesund. Und das erzähle ich jetzt auch nicht, um das irgendwie wiederum zu moralisieren, sondern weil das, glaube ich, so das Alltagsgeschäft dabei ist, ne? Dass wir so ganz witzige, positive Assoziationen dazu bekommen können, aber auch eben die ganz besorgniserregenden. Ja, klingt auch schon wieder so dramatisch. Ich habe mir überlegt, nochmal so ein bisschen zum Einstieg etwas zur Entwicklung, Entwicklung von Cannabis vielleicht nicht, aber die Geschichte, wie wir Menschen uns mit dem Cannabis beschäftigt haben, wie wir damit konfrontiert sind. Das ist eine Substanz, die sehr lange schon von uns Menschen genutzt wird, also schon seit Jahrtausenden, wenn man so will, und schon im zweiten Jahrtausend vor Christus bereits als Heilmittel, eine aktuelle Diskussion ja, verwendet wurde. Und in der Folge dann auch wegen der Rauschwirkung, also rituell, in kultische Handlungen einbezogen wurde. Also der Gebrauch von bewusstseinsverändernden Substanzen in kulturelle, rituelle Handlungen, der gehört zu uns Menschen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir immer wieder aufpassen sollten, dass wir nicht vorschnell moralisieren. Das ist beim Alkohol, gibt es da, glaube ich, eine ähnliche Problematik, damit man denjenigen, die einen problematischen Konsum aufweisen, nicht vorzeitig irgendwie nochmal so eine künstliche Schwelle einbaut. Aber da werde ich später nochmal drauf eingehen. In Ländern, die einen islamischen Hintergrund haben, ist das da auch doppelbödig verankerte Alkoholverbot eine Grundlage dafür, dass der Konsum von illegalen Drogen eine sehr große Rolle spielt, neben Cannabis sicherlich auch die Opiate.
Und in Europa wurde die Rauschwirkung aber erst relativ spät, im 19. Jahrhundert bekannt. Und im 20. Jahrhundert nahm das dann in den 60er, 70er Jahren dann deutlich zu, ohne jetzt gleich wieder zu sagen dramatisch, aber man könnte es auch so bezeichnen. Und in der aktuellen Situation beschäftigen wir uns ja auch mit der Zulassung von Cannabis als Medikament. Seit Mitte 2011 gibt es das erste zugelassene Fertigarzneimittel zur Behandlung der Spastik bei der multiplen Sklerose. Und im Augenblick, das haben Sie alle, denke ich mal, auch den Tagespressen entnehmen können, laufen sehr, sehr angestrengte Diskussionen darüber, wie man jetzt Cannabis auch in anderen Indikationen, beispielsweise bei den therapieresistenten Schmerzen, als Schmerzmittel zulässt. Und es gibt bereits schwerkranke Patienten, wie es dann so heißt, denen die Bundesopiumstelle den Zugang zu Marihuana gestattet und das dann in ganz ausgewählten Apotheken dann an diese Patienten vergibt. Und die auch unter anderem von Herrn Hanke angesprochene Legalisierungsdebatte, auf die werde ich im Verlauf auch nochmal eingehen, ist etwas, was uns im Augenblick sehr beschäftigt. Und auch hier ist ganz wichtig, ist, denke ich, die Chancen anzuschauen, die darin liegen, aber auch gleichzeitig die Risiken. Zur Substanz nochmal zur Wiederholung. Die meisten werden da jetzt nicht auf Neues stoßen, aber ich glaube, damit wir, wo es so ein Anliegen war, nochmal alle auf einen Stand kommen. Hauptwirkstoff ist eben das THC. Die in Deutschland gezogenen Pflanzen haben ein Gehalt von etwa 1,5%. Die im Orient gezogenen Pflanzen sind da deutlich stärker, enthalten etwa 5% THC. Die gebräuchlichen Formen, wie das konsumiert wird, in Form von Haschisch, Marihuana oder auch als Öl. Die weiblichen Pflanzen werden verwendet, da sie in der Regel einen höheren THC-Gehalt besitzen. Beispielsweise bei der weiblichen Hanfpflanze sind es 6,8% THC in den Blütenständen, also der Harz, der da gewonnen wird. Das Marihuana ist dann das sogenannte Gras, wo dann die Pflanzenteile getrocknet und zerkleinert werden mit einem deutlich geringeren THC-Anhalt. Und das Öl ist eben so ein konzentrierter Auszug, entweder aus den Pflanzenbestandteilen oder dem Harz, und hat dann einen recht hohen Gehalt von 30%. Also es ist eine konzentrierte Lösung, wenn man so möchte. Großes Thema sind die synthetischen Cannabinoide, die seit 4-5 Jahren mehr auf dem Markt auftauchen und problematisch sind, weil sie eben aus Laboren kommen, zum Teil eben, also da erfolgt keine Testung, wenn man so will, im Rahmen von Studien am Tier oder Menschen, sodass man häufig nicht weiß, wie konzentriert sind die und wie rasch droht da eine Intoxikation. Es gibt da Einzelfälle, in denen sogar Todesfälle bekannt geworden sind, aber es ist schwierig, damit valide umzugehen, weil es jetzt nicht um wirklich validierte, also wissenschaftlich abgesicherte Studien irgendwie handelt. Aber es scheint so zu sein, dass die toxischen Risiken bei diesen synthetischen Stoffen deutlich höher sind als bei denen in der Natur vorkommenden. Und hinsichtlich der legalen oder illegalen Einordnung ist hier immer wieder das Problem, dass die Vertreiber Lücken in der Gesetzgebung nutzen, so wie wir das auch bei vielen anderen illegalen Stoffen kennen, dass da einfach an der Chemie ein bisschen geschraubt wird und man auf diese Art und Weise aus der gesetzlichen oder in eine gesetzliche Lücke kommt und da das Hase-Igel-Dilemma dann resultiert. Hase in dem Fall, der Produzent und der langsame Igel, die Gesellschaft, die da versucht zu regulieren. Ein paar Zahlen, Epidemiologie war auch nochmal gewünscht und da ist es dann immer wieder spannend im Vergleich zu Volksdroge Alkohol, wie sich die Zahlen dann nochmal voneinander unterscheiden. Die Prävalenz in Deutschland ist relativ niedrig, wenn man das auch zu anderen Ländern in Europa oder weltweit vergleicht. Wir haben rund 376.000 Menschen, die einen problematischen Drogenkonsum aufweisen.
bezogen auf das Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Ne, da muss man sagen, dass natürlich davor und auch danach auch noch Konsumenten anzutreffen sind. Da sind also relativ wenige, wenn man das vergleicht mit den Zahlen zum Alkohol, wo man davon ausgeht, dass fast 2 Millionen manifest abhängig sind, über 1,5 Millionen in schädigender Weise konsumieren und immerhin 7,4 Millionen in riskanter Weise, also Gesundheitsschäden in Kauf nehmen. Die Todesfälle bei den bei illegalen Drogen lagen 2013 bei 1002 Fällen mit einer leichten zunehmenden Tendenz. Und im Vergleich dazu sind das beim Alkohol 14.500 Menschen pro Jahr und in Kombination mit dem Tabak 74.000 Todesfälle pro Jahr. Auch wenn man also volkswirtschaftliche Messziffern zu Rate zieht, wirkt erstmal die Folge durch den Konsum von illegalen Drogen relativ geringfügig im Vergleich jetzt zum Alkohol. Also 1% der globalen Krankenlast bei den illegalen Drogen. Eine Zahl, die ich in Europa mal wieder beeindruckend finde, ist beim Alkohol, sind diese DALIs, das sind ist verloren gegangene Lebensqualität, aber auch verloren gegangene Lebenszeit durch den Einsatz des Alkohols. Und das sind 10,7% aller dieser DALIs europaweit. Das ist beeindruckend. Ja? Und das soll jetzt auch nicht dazu führen, dass wir den Konsum von Cannabis bagatellisieren. Denn für diejenigen, die Cannabis konsumieren, bestehen Risiken, die wir ernst nehmen sollten. Und gleichzeitig bin ich nicht ganz so optimistisch wie vorhin Herr Porsche, als er sagte, wir wissen alle, wie wir über Alkohol reden sollen. Da sagte ich zu Frau Lüngling, das wäre schön, weil ich das im Alltag ganz anders erlebe. Wir haben ja da einen Erreichungsgrad von nur 16% bei der Alkoholabhängigkeit. Für die professionellen Hilfen, da ist noch viel zu tun. Also das wissen wir leider nicht so genau, wie wir das ansprechen sollen. Und das ist einfach jetzt mal so eine rhetorisch provokante Frage. Ja, wo liegt denn eigentlich das Problem, wenn jetzt bei Cannabis und Alkohol die Zahlen so auseinandergehen? Es gibt da natürlich einiges, was Probleme aufwirft. Ich habe jetzt nochmal die Prävalenzen auch nochmal von der DHS mitgebracht, die jetzt erstmal so ein bisschen zu beruhigen scheinen, weil das sehr, sehr geringe Zahlen sind. Also hier Gesamtmissbrauch 0,5% aller 18- bis 64-Jährigen und eine manifeste Abhängigkeit auch nur von 0,5% in dieser Kohorte der Gesellschaft. Es ändert sich dann so ein bisschen hinsichtlich der Bagatellisierung, wenn man Untersuchungen heranzieht. Diese wurde in der Schweiz angefertigt, kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Da wurde der Partydrogenkonsum in typischen Partynächten untersucht in der Schweiz zwischen 2011 und 2013 in der Umgebung von Clubs. Und es wurde recht systematisch befragt, was die Besucher der Clubs da in einer solchen Nacht konsumieren. Und da wissen wir jetzt, warum wir viel über Cannabis reden sollten, weil rund 33% der Angesprochenen einen Mischkonsum von Alkohol und Cannabis berichteten, aber auch in anderen Kombinationen mit Ecstasy 16,2% oder mit Amphetaminen 11,4%. War das Cannabis da sehr häufig vertreten. Am häufigsten hier auch wieder natürlich der Alkohol. Und das wirft jetzt auch nochmal so ein Schlaglicht darauf, unter welcher Veränderung wir stehen in Beratung und Therapie. Ich persönlich sehe jetzt in der Klinik, die ich leite, nicht ein Aussterben des klassischen Alkoholkonsumenten, das nun wirklich nicht. Aber wir merken eine deutliche Zunahme von Mischkonsumenten, also Menschen, die bereitwillig mehrere Substanzen miteinander vermischen und wir dann auch jetzt in den Therapien und den Beratungen uns darauf einstellen müssen. Also ich habe jetzt beispielsweise in den letzten Jahren ein Therapiekonzept eingereicht bei der Deutschen Rentenversicherung zur Behandlung eben dieser Mischkonsumenten, weil wir etwa 20-30% unserer Patienten, die wir sehen, mit so einem Mischkonsum identifizieren. Und bei denen ist das Besondere, dass die in der Therapie deutlich länger brauchen, um sich zu stabilisieren. Also für die brauchen wir viel längere Behandlungsdauern als jetzt bei der reinen Alkoholabhängigkeit, wo wir 12-15 Wochen bekommen. Die reichen bei denen nicht aus, also in vielen Fällen nicht.
Und die brauchen diese 26 Wochen, die man bei der Behandlung, also bei der Drogenentwöhnungstherapie bekommt. Also das ist ein ganz aktueller, nicht nur Trend, sondern eine Entwicklung, die wir seriös anpacken müssen und die sich mit solchen Zahlen dann letztendlich auch ganz gut unterfüttern lassen. Damit wir die Schäden, die vom Cannabis ausgehen, nochmal so ein bisschen einordnen können, habe ich diese Quelle mitgebracht, wo die Stoffe mal hinsichtlich ihrer psychischen Schäden und ihrer sozialen Schäden aufgelistet werden und dem Potenzial der Abhängigkeit. Das sind ja diese Säulen hier. Und da ist so Cannabis, ich sag mal, im Mittelfeld, ja, mit einem Schadenpotenzial von 4 im Vergleich zu Heroin 8,32. Und hier Poppers Cut mit 2,39 das Cut. Das wirkt jetzt auch erstmal so, okay, ist so eine Mittelfeld-Substanz und da gibt es einiges, was scheinbar noch harmloser ist, aber das steht natürlich jetzt auch nochmal im Zusammenhang mit den Zahlen. Auch diese Zahl sollte nicht so verstanden werden, dass diese 4 uns irgendwie beruhigen sollte. Es gibt halt einige Stoffe, die in ihrem Schadenpotenzial noch deutlich stärker sind, aber auch das Cannabis und all diese Stoffe besitzen eben ein Schadenpotenzial, was durch sie entsteht. Wenn ich die Stoffe nicht konsumiere, habe ich das eben gar nicht. Und das ist der Unterschied. Zahlen, die ich jetzt nochmal von der Fachstelle mitgenommen habe, die die Relevanz des Themas für heute auch nochmal signalisieren, sind eben diese rund 21,7% der europäischen Erwachsenen, die mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert haben. Ich habe schon gesagt, dazu gehöre ich auch. Es sind immerhin 73,6 Millionen Menschen. Und bezogen auf die letzten 12 Monate sind das 18,1 Millionen. Durchschnittliches Alter beim Erstkonsum liegt bei 16,7 Jahren. Und jetzt sind die Zahlen wieder ein bisschen missverständlich. Also musste man nochmal, habe ich jetzt aber in dem Fall nicht gemacht, die Studien sich wirklich nochmal raussuchen und angucken, weil die Zahlen sich hier ein bisschen widersprechen. Die eine spricht davon, dass 11,1% der Cannabiskonsumierenden Erwachsenen dies missbräuchlich tun. Jeder 10. Cannabiskonsument ist davon abhängig. Das sind ja in etwa gleiche Stärken, müsste man sich nochmal anschauen. Das Potenzial, was von diesem Stoff ausgeht, eben Schäden hervorzurufen auf der psychischen, aber auch auf der körperlichen Ebene, das ist in jedem Falle evident, also nachgewiesen. Und wenn Sie jetzt nochmal, ich denke auch das ist vielen bekannt, die tatsächlichen Risiken, die Potenziale negativer Weise benennen wollen, wo liegt denn das Problem beim Cannabis? Dann haben wir da einige, die sehr heftig sein können. Regelmäßiger Cannabiskonsum führt zu einem mindestens verdoppelten Risiko für das Auftreten einer Schizophrenie. Das ist ganz spannend, wie unterschiedlich da die Studienlage ist. Also ich habe für einen anderen Vortrag hatte ich mal eine Studie gezogen, die sprach von einem 5-fach oder sogar 6-fach erhöhten Risiko. Da lohnt es sicherlich nochmal zu schauen, die habe ich jetzt aber nicht gefunden, nach so einer Meta-Analyse, wo man wirklich weltweit nochmal schaut, was sind alles für Studien gemacht worden, in welcher Qualität, um das vielleicht nochmal ein bisschen besser fassen zu können. Aber eigentlich ist es egal. Also wenn ich weiß, dass ich durch Cannabis ein doppelt so hohes Risiko habe, eine Schizophrenie zu bekommen, dann weiß ich Bescheid. Da muss mir eigentlich keiner sagen, es ist sogar 5-fach zu hoch. Ne? Das ist so ein bisschen so wie eine Wettquote jetzt bei der EM. Ja? Also das das reicht mir persönlich, ne? Oder wenn ich an meinen Sohn denke, das ist mir jetzt egal, ob das verdoppelt ist oder 5-fach, ich möchte einfach nicht, dass der unter diesem Risiko aufwächst. Also werde darauf achten, ihm da eine vernünftige Gespräche anzubieten, da komme ich später nochmal drauf zu. Ja, wir haben psychische und körperliche Schäden durch regelmäßigen Konsum, der also in der oder nach der frühen Jugend begonnen wurde. Wenn er nach der frühen Jugend begonnen wurde, dann ist das im Verlauf in der Regel, wenn das eine Abstinenz danach einsetzt, dann auch wieder reversibel. Aber wir sehen auch gehäuft Entwicklungen, bei dann doch Psychosen resultieren, die sich auch nicht mehr zurückbilden, also Stichwort Schizophrenie. Aber auch andere psychische Störungen wie Angsterkrankungen mit Panikattacken, nestische Störungen, also Gedächtnisleistungsstörungen, Impulskontrollstörungen. Affektregulationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Motivationsdefizite. Das Schwierige an der Stelle
ist, dass wir manchmal nicht wissen, was ist Henne, was ist Ei. Also die Komorbiditäten sind sehr ausgeprägt. Man weiß bei all diesen Erkrankungen, die sich ja dahinter auch verbergen, beispielsweise ADHS oder auch Angsterkrankungen, dass der Stoff eingesetzt wird zur Selbstmedikation. Ja, Menschen mit Impulskontrollstörungen profitieren davon, dass sie eine Sedierung haben. Bei Angststörungen kann das eben auch so wirken. Bei Affektregulationsstörungen, ne? Also überall. Und bei den, man sagt, eben bei in dieser Prodromalphase der Schizophrenie, wo die Jugendlichen merken, dass da Symptome auftauchen, also erste paranoide Wahrnehmungen. Da kann ich mich sogar an zwei Mitschüler erinnern, die später eine Schizophrenie entwickelt hatten. Die gehörten zu den Hardcore-Kiffern an unserer Schule. Die setzten das offenbar sehr früh ein zur Selbstbehandlung, wo sie noch nicht genau wussten, was mit ihnen los ist. Das war, wenn ich jetzt nochmal darüber rede, eine relativ bedrückende Situation, weil ich hier in der damaligen Nervenklinik Spandau hatte ich als so Anfang 20-Jähriger habe ich dann Sonderwachen gemacht vorm Studium und zwei meiner Mitschüler, mit einem hatte ich zusammen in der Fußballmannschaft, der Schulmannschaft gespielt, saß ich dann irgendwann mal auf der Treppe im Spätdienst. Ich war da als Sonderwache und die beiden waren als Patienten gerade auf der geschlossenen Männerstation, die es damals gab. Ne? Also das macht nochmal so deutlich, wie nah diese Themen letztendlich dann doch werden können. Das, wo wir sagen müssen, genau da liegt das Problem und da müssen wir ganz besonders stark hingucken, ist eben, dass andauernder Cannabiskonsum die Hirnreifung von Kindern und Jugendlichen ungünstig beeinflusst. Die Hirnreifung ist, sagt man, da gibt es auch so unterschiedliche Studien zu, aber ich sag mal, Faustformel ist 25, so spät. Ne? Also erst dann ist die Hirnreifung abgeschlossen. Und wenn es irgendwie geht, sollte der Konsum halt bis dahin vermieden werden. Und das, was ich jetzt nochmal so an relativ dramatischen Nebenwirkungen gefunden hatte aus der Notfallmedizin, waren so zyklische, also so ein Erbrechen recht heftiges als Reaktion auf längerfristigen Cannabiskonsum. Ich denke jetzt mal so auf Dinge wie das amotivationale Syndrom, muss ich jetzt hier nicht nochmal eingehen, ne, dass Cannabis natürlich auf das zentrale Nervensystem sehr, sehr komplexe Auswirkungen hat. Das Problem ist nicht nur, dass es eine direkte metabolische Wirkung hat, eine direkte Wirkung auf Rezeptoren, eine direkte Wirkung auf den Hirnbotenstoffwechsel, also die Wechselwirkung der Hirnbotenstoffe. Das, was bei länger anhaltendem Konsum problematisch ist, dass sich das ganze Gehirn umstellt in seinem Stoffwechsel und dass es dann auch lange Zeit, nachdem der Konsum eingestellt wurde, noch Zeit braucht, um sich wieder in so ein Gleichgewicht zu bewegen. Also gerade die Eigenproduktion von beruhigenden Substanzen, ne, die wird ja vom Körper dann zurückgefahren, also vom Gehirn. Das, was wir auch bei anderen stoffgebundenen Abhängigkeiten, beim Alkohol beispielsweise, kennen, das ist eben dann nicht so, dass man, wenn der Patient jetzt einige Tage oder Wochen frei ist von dem Stoff, dass es ihm dann gut geht, sondern der ist in einer ziemlich kritischen Phase, wo das Gehirn noch lange nicht nachkommt mit der Befähigung zur Selbstberuhigung, sondern immer wieder in Stress und Panik geraten kann und sofort setzen im Gehirn Impulse ein, den Stoff wieder einsetzen zu wollen. Ja. An der Stelle sicherlich wichtig, nicht zu moralisieren. Es gibt so eine Haltung zu sagen, Mensch, der Süchtige hat ja erstmal, der bemüht sich ja um eine Lösung. Ne? Also Menschen, die Impulskontrollstörungen haben, die Aufmerksamkeitsstörungen haben, ja, die setzen das ein zur Selbstmedikation und suchen nach einer Lösung für ihr Problem. Und da sollten wir darauf achten, sie nicht zu moralisieren, sondern also das erstmal zu loben, dass sie da was machen, das hört sich ein bisschen komisch an, und ihnen dann im zweiten Schritt aber die Alternativen anzubieten und mit viel Verständnis zu arbeiten, gerade in der Phase, wo sie diese starken Rückfallimpulse haben. Also da brauchen sie dann, da spreche ich ja so mit dem therapeutischen Auge, da brauchen sie verdammt viel Unterstützung und Beziehungsangebote. Und das ist jetzt sicherlich, man könnte jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen auf diese fehlende Motivation, diese Dauersedierung durch den Stoff, diese Interessenverluste, also all das, was sie in ICD-10 auch finden. Das Spannende für mich ist letztendlich immer wieder das Bevorzugen stofflicher Beziehungsmuster. Und diese Ebene, wenn wir die schaffen anzusteuern, haben wir, glaube ich, auch ganz gute Chancen, Kontakt zu bekommen und in Alternativen zu gehen. In diesem Verständnis, warum
benutzt jemand einen Stoff und möglicherweise ist ihm dieser Stoff sogar irgendwie lieber erstmal. Ne? Das kränkt uns Menschen ja, wenn uns jemand sagt, du, ich will dich gar nicht, ich habe eigentlich meine Lösung schon gefunden. Aber Menschen, die jetzt eine, sag ich mal, eine traumatisierende Beziehungserfahrung haben, also gar kein Grundvertrauen haben in Menschen, ja, da können wir uns ganz gut vorstellen, dass der eigene gesteuerte Konsum ziemlich beruhigend ist. Ne? Und also der Joint, der hat eben 24 Stunden ein Ohr und stellt dabei keine einzige dumme Frage. Ja? Wir Menschen sind ganz anders. Ja? Da spricht mich ein Patient auf dem Flur an und mit einem ganz wichtigen Anliegen und ich muss ihm sagen, ist eine gute Idee, aber ich habe jetzt ein Ziel, ich muss dahin, ich kann jetzt gar nicht mit Ihnen reden. Wir können uns in 2 Stunden verabreden. In 2 Stunden treffen wir uns in meinem Büro. 2 Stunden. Ja? Jemand, der ein aktuelles Anliegen hat, der denkt sofort an Joint oder an Alkohol, weil der braucht nicht so lange. Ne? Der ist sofort da, hat 24 Stunden Sprechzeit. Und das ist die Herausforderung, die Menschen, bei denen der Stoff eben eine essentielle Funktion hat und nicht zum Lifestyle gehört. Also jetzt nicht Massive Attack und abends mal einen Joint durchziehen und dann 10 Wochen gar nicht mehr, sondern die, die das tagtäglich einsetzen, um mit dem Leben zurechtzukommen. Ja, über die reden wir an der Stelle. Das sind die, wo wir das Hauptaugenmerk drauf richten müssen. Allerdings auch auf die Eltern, die vielleicht ein bisschen sorglos den Konsum zum Lifestyle nutzen und sich nicht so klar machen, was sie in ihrer Vorbildwirkung möglicherweise lostreten, ja, wenn man das nicht vernünftig miteinander bespricht, wie das einzuordnen ist. Die Frage eben dabei, die sich stellt, ist, erkennen wir rechtzeitig, welche Kinder und Jugendliche unter Risiko stehen und haben wir dann sinnvolle Instrumente, mit denen wir ihnen helfen können. Ich sagte es vorhin schon, legaler Konsum von Cannabis ist jetzt ein großes Thema und dem müssen wir uns stellen. Da wird es darum gehen, dass es als Medikament eingesetzt werden wird. Da wissen wir dann ganz genau, was passiert, dass eine neue Welle von Medikamentenabhängigen auf uns zukommen wird. So wie wir das bei Verordnung von Tramal und Tilidin kennen, wird es auch Menschen geben, die genau in diese Nische reinsteuern, also die dann auch wahrscheinlich auch Ärzte finden werden, die es ihnen verordnen. Ein passendes Label, eine Diagnose, therapieresistente Schmerzen werden gefunden und dann findet dieser Konsum in so einer legalen Nische statt. Und es droht dann aber genau das, was wir beim Tilidin und Tramal beispielsweise kennen, dass sich schwere Abhängigkeiten entwickeln, die dann letztendlich doch mit nicht mehr steuerbaren sozialen und körperlichen, psychischen Schäden einhergehen. Das ist, denke ich mal, antizipierbar, dass wir eine Analogie da beim Cannabis erleben werden. Das Problem dabei bleibt, dass natürlich Abgabebeschränkungen sich entwickeln werden, wenn es legalisiert wird. Und es wird weiterhin einen illegalen Handel geben, weil ein Großteil der Konsumenten eben weiterhin nicht an den Stoff so auf diese Art und Weise herankommen wird. Und Dinge wie das oder Orte wie das Verleinix wird es dann halt auch in Zukunft geben. Das, was allerdings, und da sind sich die Juristen beispielsweise sehr einig, also das, die aktuelle Suchttherapie hat ja ein ganzes Themenheft zum Thema Cannabis und Legalisierung und da hatte das ein Jurist sehr schön dargestellt, dass man die Entkriminalisierung eines Teils der User durchweg als positiven Effekt identifizieren darf und die Ressourcen, die dabei im Polizei- und Staatsanwaltschaftsapparat beispielsweise eingespart werden, die kann man dann sinnvoll in der Prävention beispielsweise einsetzen. Das, denke ich, darf man so sagen, ist gesetzt. Und wenn man jetzt aber Erfahrungen aus Colorado, wo Cannabis ja legalisiert wurde, aufgreift, dann weiß man, dass die Kehrseite der Medaille ist, dass es dort in den Notaufnahmen zu einer deutlichen Zunahme von Aufnahmen mit schweren Intoxikationen gekommen ist. Und das zeigt, wir haben da Chancen, wir haben Risiken und es wird sich aber wahrscheinlich für unsere Arbeit an der Stelle gar nicht so viel verändern durch die Legalisierung, aber die Entkriminalisierung gibt uns vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten. Hier, das kann man jetzt unmöglich sehen, denke ich, habe einfach mal mitgebracht, dass es in Deutschland eine ganze Reihe von evaluierten Cannabis-Programmen gibt, sowohl für also Frühintervention, Beratung, aber auch die Behandlung. Da gibt es eine recht gute Evidenz, aber auch viel Selbstkritik. Also Herr Tossmann hatte selbst in einem Artikel
ja, beschrieben, dass es noch mehr Untersuchungen braucht, um eine gute Wirksamkeit einer solchen Frühintervention wirklich zu identifizieren, damit man mit dem richtigen Instrument, sage ich mal, auf die Kinder, Jugendliche zugeht, die unter Risiko stehen. Das, was ich jetzt so, sage ich mal, als Botschaft eigentlich immer mitbringe, ist das, was ich jetzt auch hier an den Aktionstagen findet, mit, na klar, reden wir darüber, sprechen wir darüber, gehen wir also in Beziehung und sind offen, also nicht voreingestellt, nicht mit festgelegten Ergebnissen des Gespräches, sondern sind wir offen, weil es geht ja nicht gleich darum, ein Ziel zu erreichen. Das schaffen wir nicht. Jemand, der konsumiert, konsumiert erstmal. Das, was wir brauchen, sicherlich auch so im Sinne der motivierenden Gesprächsführung, die wir heute auch noch erleben werden, geht es darum, diese Kontakte aufzumachen, ne? Also die Alternative sichtbar zu machen, Menschen dazu zu bewegen, sich wieder aus dieser Überlassung an das unbelebte Objekt Stoff herauszubewegen, zurück zu den Menschen, ne? Vor denen sie zum Teil ganz schöne Angst haben. Das, was ich auch noch mitgebracht habe, ist aus den USA, so Schätzungen, wie sich dort der Cannabismarkt entwickeln wird. Und wie immer in unserer Welt, die mehr und mehr von ökonomischen Interessen geprägt wird, wo Inhalte zurückbleiben hinter Dividenden. Cannabis ist in den USA ein Milliarden-Dollar-Business. Die Entwicklung, die geschätzt wird, ist eine, also Vervielfachung des Umsatzes bis zum Jahr 2029, und da spielt sowohl der Medikamentenkonsum eine große Rolle als auch der Pflanzenkonsum. Also bei dieser Auseinandersetzung mit dem Stoff müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es eine wachsende Industrie dazu gibt, die mit Lobbyarbeit an alle Parlamente dieser Erde herantreten werden, um dieses Geld rauszuziehen. Da wissen wir bei der Tabakindustrie, wen wir da vor uns haben. Ja. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was einem, also das hat mich, ich habe so einen Link zu Statista und kriege immer so eine Mails mit irgendwelchen Statistiken, die meisten klicke ich dann weg, aber die habe ich dann sofort aufgemacht und war ganz erstaunt über die Zahlen. Bei der Recherche habe ich dann festgestellt, dass im Mai hier eine große Cannabis-Messe im Postbahnhof war das, genau, ja, stattgefunden hat, wo sich dann auch am Freitag dann auseinandergesetzt wurde über Cannabis in Medizin, Wissenschaft, aber auch Cannabis im Alltag, Industrie und Cannabis in der Politik. Gut, das verdeutlicht nochmal, in welchen Auseinandersetzungen wir uns gerade befinden mit verschiedenen Stakeholdern, ne? Also so Menschen, die da Interessen haben, wenn man so will. Die Karte hier, die Weltkarte, habe ich mitgebracht und muss sagen, die stimmt nicht. Ich habe nochmal geguckt, ob ich eine finde, die sich so ein bisschen besser darstellt, aber habe jetzt mich darauf beschränkt, die mitzubringen. Das ist eine Karte, die nochmal zeigt, wo ist ein Cannabis bislang in der Welt legal. Da fehlen jetzt einige Länder, also Colorado ist hier zum Beispiel mit bei, immer noch als Ordnungswidrigkeit, aber da ist es mittlerweile legal und es sind noch mehrere Staaten dazugekommen. Aber es zeigt nochmal, dass in den meisten Ländern das eben noch nicht legalisiert ist, aber dass es schon einige gibt, in denen man eben Erfahrungen hat, wie Colorado oder auch eben Uruguay, wo man auch eine kontrollierte Abgabe durchführt. Aber die größtenteils gibt es keinen legalen Konsum und es wird als Ordnungswidrigkeit gesehen, aber auch gerichtlich verfolgt in den rot skizzierten Ländern. Frau Jüngling hatte mich im Vorfeld darauf gebracht, dass Herr Stöwe aus Frankfurt-Main bei einem Vortrag was ganz Spannendes erzählt hatte, über die Auswirkungen von Gesetzesänderungen auf die Prävalenzen von Cannabisabhängigkeit. Da habe ich dann von Ihnen die Präsentation bekommen und Herrn Stöwer eine Folie geklaut. Das wird er mir, glaube ich, nachsehen. Wir kennen uns über eine gemeinsame Arbeit in der Suchttherapeutenausbildung. Und das ist einfach, wenn man das jetzt interpretiert, ist es einfach so, dass die Gesetzesänderungen keine Auswirkungen haben auf den Konsum.
ja, also auf Prävalenzen der Cannabisabhängigkeit sich nicht auswirken. Man findet sowohl eine Zunahme als auch eine Abnahme der Prävalenz. Das sind andere Dinge, die dazu, also eine Wirkung haben auf die Prävalenz, aber nicht die Legalisierung. Und das kommt dann nochmal ganz gut zusammen mit dem Statement, was ich ja erstmal hier abgebe. Es wird sich für uns überhaupt nichts daran verändern. Die Risikoprofile bleiben und unsere Arbeit wird die gleiche bleiben. Wir müssen auf die achten, die unter Risiko stehen und denen unsere Hilfe anbieten. Damit die Legalisierung ändert überhaupt nichts daran. Und ich wollte dann mit Ihnen noch mal so ein bisschen sprechen darüber, ja, wo liegt denn eigentlich das Problem? Ich war gestern bei einer Präventionsveranstaltung im Rathaus Charlottenburg, die erste seit 2002 in der betrieblichen Suchtprävention. Ein großes Lob an die Frau Trappe, die das da wieder in die, hey, da hinten ist sie, in den Gang gebracht hat. Und da war auch der Gordon Schmidt vom Café Beispiellos, der noch mal berichtete, dass also der Gebrauch und der Konsum von Medien, also Online-Medien, aber auch bei der Spielsucht sehr, sehr häufig, also Online-Abhängigkeit sehr häufig begleitet ist vom Cannabiskonsum. Beim richtigen Spiel, beim pathologischen Glücksspiel sind das eher die schnelleren Substanzen, also Amphetamine, Kokain. Und ich habe das Bild jetzt aber nochmal so mitgebracht und da droht es dann immer wieder, dass man so moralisch wird, was ich so hasse, wenn ich das werde. Aber das zeigt was, was wir kennen. Also ich war neulich essen und dann am Nachbartisch saßen zwei Menschen, die haben gar nicht miteinander geredet, die hatten beide ihre Smartphones vor sich und erzählten der ganzen Welt, mit wem sie gerade essen. Aber warum eigentlich? Weil es fand gar nicht statt. Und hier die Familie, die isst gemeinsam und da ist aber jeder irgendwie nochmal damit beschäftigt, irgendwo anders zu sein, mit so einem kleinen Gimmick in der Hand. Und diese Überlassung auch an unbelebte Objekte wie so ein Smartphone, die muss uns ja beschäftigen und die ist eben häufig verknüpft dann auch mit Konsum von Stoffen. Und die Stärkung von Beziehung, Kommunikation, die müssen wir, naja, nicht dem entgegensetzen, sondern darauf achten, dass uns das nicht verloren geht. Die Klinikarbeit zeigt mir, dass wir uns mit den neuen Medien auseinandersetzen müssen, da kommen wir nicht dran vorbei, aber mit den Menschen darüber zu sprechen, wie sie das dosiert, sinnvoll einsetzen können, das ist ganz wichtig, damit dann nicht die herkömmliche Kommunikation und Beziehungsfähigkeit darunter leidet. Das, was ich heute früh auch mit Dirk Welze schon mal kurz angerissen hatte, was ja Sorgen bereitet, ist, dass beispielsweise in Berlin und Bremen ist es besonders drastisch, jedes dritte Kind hier in Berlin ist von Hartz-IV-Leistungen abhängig und das dürfen wir als Risikofaktor identifizieren für Entwicklung von Abhängigkeiten, von sowohl stofflichen als auch nicht stofflichen Abhängigkeiten und darauf werden wir Antworten finden müssen. Da waren wir heute früh so ein bisschen ratlos, ob es diese richtigen sind, die wir da momentan finden auf politisch-gesellschaftlicher Ebene. Also bei der Frage, wo liegt denn eigentlich das Problem? Konsum ist in Menschen, die unter schwierigen Bedingungen stehen, ein großes Thema. Und ein großes Thema ist eben auch, dass einige Stoffe immer billiger werden. Ja, und dass man auf die Art und Weise immer noch eine Teilhabe suggerieren kann. Wenn man jetzt mal Konsequenzen sich anschaut, ich habe es schon gesagt, also Legalisierung von Cannabis wird in keiner Weise von Verantwortung entbinden, aber sie legt hoffentlich Ressourcen frei. Unsere Aufgaben ändern sich in keiner Weise und wir werden weiterhin als Ansprechpartner benötigt, die Kindern und Jugendlichen dabei hilft, eine Orientierung in ihrem Leben zu finden und eine kritische Bewertung von stofflichen Beziehungen ermöglichen. Ein Stichwort, was Herr Porsche auf dem Blatt hatte, war nicht in Panik verfallen bei Konsum. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Bei der Pubertät geht es ja darum, Schwellen zu nehmen, ja, es auszuprobieren, wie das ist, erwachsen zu sein. Und Konsum gehört dazu. Also das sowohl beim Alkohol gilt es, dass man nicht jedes erste Besoffensein des Kindes dramatisiert, es aber ernst nimmt, sich darüber auseinandersetzt. Beim Cannabis ist das genauso. Ich denke, je dogmatischer wir an der Stelle auftreten, desto interessanter kann diese Auseinandersetzung werden. Ja.
Aber ich denke, wenn unsere Grundhaltung von Zugewandtheit und auch Akzeptanz geprägt ist, dann haben wir ganz gute Chancen, im Kontakt zu bleiben. Und bei denen, die gar nicht so groß unter Risiko stehen, sich in die nichtstoffliche Beziehung zu entwickeln, wird die, das Interessante der Droge auch nicht so entwickeln. Ne? Da können wir relativ ruhig bleiben. Aber bei, also ich sehe in meinem therapeutischen Alltag, etwa 50% der Menschen, die ich behandle, haben schon Persönlichkeitsstörungen, haben also schwere Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung und in den Fähigkeiten, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Ich komme gleich zu Ende. Zeitdruck. also da, wo so eine Skills für die Bewältigung des Lebens fehlen, da ist also eine hohe Anfälligkeit gegeben und auf die Menschen müssen wir in ihrer Entwicklung achten, hört sich auch wieder so komisch an, also eine Fürsorge, eine Zugewandtheit entwickeln. Das, was ich jetzt ein bisschen polemisch skizziere, ist, dass wir jetzt verschiedene Möglichkeiten haben, Teilhabe zu entwickeln. Das eine ist, dass wir jetzt eine Investition in die Zukunft machen und viel Prävention machen bei Abhängigkeitserkrankungen. Die Demografie ist, denke ich, hier auch bekannt. Wir sind 2050 nur noch knapp 70 Millionen Deutsche, statt jetzt über 80. Ne? Und davon sind die meisten alt. Ja, also wenn jetzt junge Menschen ausfallen durch schwere Erkrankungen, haben wir ein richtiges Problem. Das haben wir auch so. Also das ist demografisch unabhängig, ob wir uns Sorgen machen um die nächsten Generationen. Aber das verschärft sich. Ja, und da haben wir darauf zu achten. Und dann müssen wir eben darauf achten, der Armutsbericht, ne, zeigt ganz klar, die Schere geht bei uns immer weiter auseinander. Wir stehen da fast ohnmächtig dem gegenüber. Da müssen wir was tun. Wir müssen aus dieser Ohnmacht raus. Das darf nicht sein, dass Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet und ein Teil der Gesellschaft regelrecht abgekoppelt wird. Und dann droht dieses zweite, sehr, sehr etwas hysterisch anmutende Modell, dass wir Teilhabe nur suggerieren, weil jeder kann zu Saturn gehen und sagen, ich will einen Flachschirm haben zu 0% Finanzierung, dann kriege ich das mit Hartz IV auch gut hin und ein smartes Phone und Crystal Meth, das ist, wenn das aus dem Ameisenhandel raus ist und in den Großlaboren wie in den USA hergestellt wird, eine Wochenendration von 10 Euro. Ne? Also das ist da auch eine Möglichkeit der Teilhabe, sich am Wochenende partymäßig ganz billig abzuschießen und über die Woche vorm Fernseher stumm zu stellen. Ja? Wirkt vielleicht ein bisschen hysterisch, aber es ist im Alltag jetzt schon immer wieder anzutreffen. Also bei den Menschen, die ich behandle, ist das schon zum Teil Realität. Und das jetzt mal so zum Abschluss, geht zum Ende zu. Um nochmal so die Doppelbödigkeit, mit der wir selber vielleicht unterwegs sind, nicht nur bei Massive Attack, sondern auch im Alltag, wenn wir Filme gucken. The Big Lebowski ist ein Film, wo der Cannabiskonsum ziemlich verherrlicht wird, ohne dass ich mich groß dran gestoßen habe erstmal. Oder auch bei Lambok, ein deutscher Film, wo zwei in handfesten in die Produktion einsteigen und das so als witzig, cool kommt das auf jeden Fall rüber, ein bisschen gediegener in Grasgeflüster, wo mittelalterliche Dame der britischen Mittelschicht irgendwie in eine neue Lebenssituation kommt. Ich glaube, es war eine Trennung und nochmal voll durchstartet in einer finanziell schwierigen Situation, mit Cannabisproduktion und das Leben nochmal völlig durchstylt und es kommt ganz lustig daher, ne? Und man moralisiert das erstmal gar nicht. So, das will ich jetzt auch überhaupt nicht tun. Es geht einfach nochmal darum, zu sensibilisieren, dass wir eben ganz unterschiedlich auch als Individuen mit dem Stoff umgehen. Und das muss man immer wieder gut erklären. Also jetzt gerade Kindern und Jugendlichen muss man das erklären, wie man das einzuordnen hat. Gut, und hier nochmal fast jetzt ganz zum Schluss nochmal die Risikoprofile. Wir haben jetzt in Deutschland 2,6 Millionen, die Zahl wird immer bekannter, Kinder in alkoholmissbrauchenden oder abhängigen Haushalten, 30.000 bis 40.000 Kinder bei drogenabhängigen Eltern. Und die Risiken für die Kinder sind hoch, selber eine Abhängigkeit zu entwickeln oder aber auch eine andere psychische Störung zu entwickeln. Also da müssen wir hingucken, da haben wir eine riesen präventive Chance, das Risiko ist bekannt. Wir wissen hoffentlich, wer das ist, müssen wir noch besser herausfinden und dann können wir auch was tun, denn wenn die Kinder spezifische Hilfen bekommen, dann kann man dieses Risiko minimieren. Es ist aber nicht so einfach, diese Hilfen auf den Weg zu bekommen. 36% der Bevölkerung in Deutschland halten Sucht immer noch für eine selbstverschuldete Erkrankung. Da müssen wir irgendwie noch was verändern
Und dieses gepflegte Wegschauen in der Anfangsphase des Konsums oder auch in der Phase des Konsums, der schon drüber ist, also wo man schon sagen kann, da entstehen schon Schäden, da müssen wir auch was machen. Das kann man auf den Alkohol übertragen. Ich habe da auch eine Folie einfach umgeschraubt. Ja. Und wir müssen uns aber auch mit Neuroenhancement zusammensetzen. DHK-Report zeigt die Zunahme von Medikamenten im Einsatz am Arbeitsplatz zur Leistungssteigerung. Ja. Da gibt es so eine Erlaubnis innerhalb der Gesellschaft. Auch die Ärzteschaft spielt da eine zum Teil nicht so rühmliche Rolle. Genau da werden wir hingucken müssen, ohne, ich wiederhole es nochmal, zu moralisieren. Das hilft uns in keiner Weise weiter. Und entsprechend, das sieht man jetzt leider hier nicht so gut, ende ich auch mit Pippi Langstrumpf und ihren Gefährten, die hier ordentlich einen Joint durchziehen. Ja, nicht um es zu verharmlosen, sondern um zu zeigen, wie eng das beieinander also liegt, der Witz, die Ironie, das Coolsein und das Erschrecken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr. Ich würde aber trotzdem 5 Minuten fragen zu lassen wollen. Das hatte ich vorhin angekündigt. Dann können wir die Pause machen, ja. Kurze Fragen aus dem Publikum. Ich habe hier ein zweites Mikrofon. Vielleicht kann mich jemand unterstützen, der das vielleicht mit weiterreicht. Lydia, kannst du mir vielleicht helfen? Da hinten gab es eine Wortmeldung. Und wir haben mein zweites Mikrofon gebe ich dann hier rechts dann weiter. Dann kannst du links bleiben. Ja, ich habe Lydia Laub, Polizei Berlin. Ich habe einmal eine Anmerkung und einmal eine Frage. Wir hatten letztens eine Chemikerin bei uns im Haus, die sagt uns, das synthetische THC hat einen Sättigungsgehalt von 60%, nur mal so als Info. Und meine Frage wäre, Sie haben ja die Kinder erwähnt, die ADHS-Medikamente bekommen, die sich selbst mit Cannabis medikamentieren, um die Medikamente zu umgehen. Was ist denn aus Ihrer Sicht fachlich für die Kinder besser? Ich sag mal, die Medikamente haben ja auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial, haben auch einen Haufen Nebenwirkungen. Was ist da eigentlich günstiger? Na, wichtig ist, also danke erstmal für die Anmerkung. Mit Sättigungsgrad muss ich mich dann nochmal beschäftigen, weil die Zahlen möglicherweise, also die Unterschiedlichkeit durch die verschiedene Terminologie auch bedingt ist. Aber danke erstmal. Und hinsichtlich des Einsatzes von Medikamenten muss man aufpassen, dass man nicht zu dogmatisch wird. Also es entsteht ja ganz leicht so eine antimedikamentöse Haltung, ja. Und die würde ich jetzt nicht vertreten. Ich bin selbst kritisch gegenüber dem Einsatz von Psychopharmaka. Mich erschreckt zum Beispiel die Zunahme der Verordnung von Antidepressiva in Deutschland seit 1993 von 200 Millionen Tagesdosen auf 1,3 Milliarden. Ne? Und beim Methylphenidat, das ist ein Medikament, was zugelassen ist für die Behandlung vom ADHS-Syndrom, haben wir auch erschreckend zunehmende Zahlen. Aber man sollte nicht den Fehler machen, das Medikament jetzt zu verteufeln. Also in der Hand einer vernünftigen Ärztin, eines vernünftigen Arztes kann das für das Kind Gold wert sein. Und das, was man weiß, ist wie eigentlich bei allen seelischen Erkrankungen, dass das Medikament alleine nichts macht in der Regel, sondern immer eingebettet sein muss in ein anderes Setting. Also wo es auch um Beziehungen geht, beim ADHS-Syndrom vielfach um ergotherapeutisch, bewegungstherapeutische Angebote und eine Menge Verständnis im Umfeld, also auch Schule. Ja, das sind alles Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, die möglicherweise sogar dazu führen, dass man gar kein Medikament braucht. Aber es gibt Kinder, die brauchen die Medikamente und denen sollte man sie bitte auch geben. Und nicht Cannabis. Also das ist ganz klar, das würde ich an der Stelle nicht empfehlen. Mein Name ist Gerd Bergmann, Bezirksamt Lichtenberg. Ich habe mal eine Frage zum Mischkonsum. Sie hatten dort eine Folie aufgelegt und da war dann, glaube ich, beim Thema Mischkonsum Alkohol mit 30% irgendwie der Spitzenreiter. Meine Frage ist, ob man da die Wirkung von Tabak als Droge nicht ein bisschen vernachlässigt, weil ich sage mal, eigentlich müsste doch vorne Tabak stehen, weil die meisten, Cannabis-Konsumenten doch eigentlich Mischkonsumenten sind in der Form, dass das eben mit Tabak vermischt wird. Da haben Sie recht, das haben die da in der Untersuchung gar nicht gefragt, das war nicht in deren Fokus. Ist ein wichtiges Stichwort, weil wir ja bemerken, Gott sei Dank, dass bei den Kindern und Jugendlichen sich was verändert hat. Also im Vergleich zu vor 20 Jahren etwa war das Rauchen viel cooler und auch viel häufiger anzutreffen. Teilweise, je nach Studie, haben sich die Zahlen halbiert.
Also die Bemühungen, den Tabakkonsum als Risiko kenntlich zu machen, die scheinen gefruchtet zu haben. Und ich glaube, klar, die Erfahrung, die man damit gemacht hat, die kann man nutzen, auch für andere Stoffe, wenn man so will, ne? Also Alkohol, Cannabis und so weiter. Das ist ja eine ganz erfreuliche Entwicklung, dass die Kinder viel weniger rauchen als noch vor 20 Jahren. Ich habe keine, Kerstin Jüngling, ich habe keine Frage, sondern, oder so eine Frage, Anmerkung. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ich immer wieder gefragt werde, man muss alles erst ganz genau wissen, bevor man dazu sprechen kann. Wechselwirkungen, stoffliche Gehalte und bevor zum Beispiel Menschen in der Jugendarbeit oder im Sport oder in der Schule über Dinge, also Dinge ansprechen. Habe ich Sie richtig verstanden? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Dass Sie sagen, das ist gut und schön, das alles wieder ins Gedächtnis zu rufen. Letztendlich wichtig im Umgang mit jungen Menschen bleibt, geht in Beziehung und geht in Kontakt, auch wenn ihr nicht alles ganz genau wisst, sondern guckt nach dem Mensch und nicht nach der Substanz oder nach dem Phenyl, also nach dem Ritalin zum Beispiel in dem Fall. Habe ich, oder? Ja, ich kann ich nur bestätigen. Also jetzt im klinischen Alltag beispielsweise bemühen wir uns, also Kontrollen so wenig wie möglich zu machen. Ja, also auf den Stoff, wenn man so will, nicht jetzt immer direkt zuzugehen, indem man ihn irgendwie misst, sondern dass man die Beziehung im Fokus hat und die Menschen fragt, wie steht's denn? Konsumieren Sie gerade oder sind Sie noch frei? Und das stärkt, also hier an der Stelle auch Eigenverantwortung, aber auch Selbstwirksamkeit. Und wenn ich glaube, also das ist ja so ein Kontrollwunsch, uns wird dann auch als Berater oder Therapeut häufig ja so eine Folie übergeworfen des Kontrollettis. Und mit der ist nichts gewonnen. Ja? Ich kann auch eine Kontrollüberzeugung gewinnen, indem ich ganz, ganz genau Bescheid weiß, wie die Stoffe wirken und kann den Jugendlichen das dann erzählen und beeindrucken, dass ich auch über die ganzen Darreichungsformen Bescheid weiß. Da komme ich zum Beispiel aber gar nicht hinterher. Ja? Neulich eine Fortbildung gehört zum Thema, was ist gerade so bei den Kindern und Jugendlichen so in, von irgendwelchen Kakteen bei IKEA gehört, ja, abgefahren. Die werden dann zerkleinert und gekocht und gegessen und da sind Halluzinogene drin. Und ich werde da nie hinterherkommen. Ich glaube, diese Detailkenntnisse, ich muss die mir dann in dem spezifischen Fall eineignen. Ne? Das ist ganz gut, wenn ich mich dann interessiere und frage. Aber ich muss nicht erst alles wissen, um ein Beziehungsangebot zu machen. Das kann ich nur, also wäre meine Grundhaltung. Eine Frage gibt es da noch und dann würde ich noch eine Frage zulassen und dann die Runde abschließen wegen der Zeit. Mein Name ist Surmund, ich bin Mitarbeiterin RSD Mitte, ich sitze hier. ich habe eine Frage, ich habe immer gedacht, dass das so ein Peer-Gruppen-Phänomen wäre, das Kiffen. Und was Sie dargestellt haben, das hörte sich so, oh, ich hatte so ein Bild von so vereinsamten Jugendlichen, die keine Kontakte haben. Hat sich da jetzt, ich bin jetzt ja auch Mitte der 40er oder so, was geändert in dem Konsumenten oder ist der Konsument in Gemeinschaft nicht so in ihrem Fokus, in der Beschreibung gewesen oder nicht so beides. In Gefahr? Also, danke für die Frage, weil sie dann ein Missverständnis ausräumen würde. Das gibt es, also bei der Online-Sucht gibt es eben die Kinder, die sich halt mit Cannabis zurückziehen und auch irgendwie ungesund essen und all das. Aber das Peer-Group-Phänomen gibt es nach wie vor, klar. Also es finden sich dann auch Kinder, ja, man riecht ja einander, also welchen Stallgeruch hat man, ne? Welche ähnlichen Erfahrungen, ja, und Kinder, die möglicherweise ähnliche schwierige Erfahrungen aus den Familien haben, bilden dann so einen Verband, der sich gegenseitig stärkt. Und in dem Verband wird dann aber häufig auch Cannabis genutzt, um die Beziehungen gestalten zu können. Also menschliche Beziehungen sind schwierig, es gibt Konflikte. Und wenn ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich gemeinsam auf so einer Cannabiswolke sitze, dann finde ich es miteinander ganz behaglich und kuschelig. Ja? Und merke die Dissonanzen, die wir miteinander haben, nicht so. Also man spricht dann auch davon, also in der OPD-Sucht haben wir also ein Modul entwickelt, hatten zur Diagnostik darüber gesprochen, dass man unterscheiden kann, ob das Mittel die Beziehung schon ersetzt, das wäre bei diesem Rückzug ja, häufig dann so einzuordnen, oder aber gestaltet. Und das sind dann diese Gruppen, die den Stoff nutzen, um die Beziehung miteinander gut gestalten zu können. Das gibt es nach wie vor, glaube ich. Letzte Frage, da drüben war noch eine.
Ja, Sabine Hinze, Vorsitzende des Landesverbandes der Elternkreise Berlin-Brandenburg. Ich habe eine süchtige Tochter, die seit 8 Jahren clean lebt. Und ich hoffe, dass sich durch diese Diskussion um regulierte Abgabe von Cannabis schon was ändert. Also ich würde es schade finden, wenn alles so bleibt, allein in Bezug auf endlich mal wieder über Sucht und Suchterkrankungen zu reden, endlich auch mal darüber zu reden und aufzuklären, nicht jeder, der trinkt, mal trinkt, wie Sie auch gesagt haben, oder mal kifft, ist gleich süchtig. Da ist ein großes Defizit bei den Eltern, also die wissen oftmals überhaupt nicht, wie sie mit diesen schwierigen Situationen, wenn es dann ein schwerer Missbrauch oder Sucht ist, umgehen können, sind oftmals, also meistens sehr alleine gelassen. Ich bin ganz bei Ihnen, dass man sagt, man muss in Kontakt treten, auch mit den Kindern und reden, aber irgendwann ist auch so ein Punkt, wo Reden einfach nicht mehr reicht und wo es auch nichts bringt. Also ich bin durchaus in der Lage mit meinem Kind in Kontakt zu treten und zu reden. Und trotzdem war ich irgendwann an so einem hilflosen Punkt und wusste nicht mehr weiter. Und ich hoffe, dass man da ansetzt, auch mit Schule, auch mit Jugendamt, das fehlt mir hier auch bei diesen ganzen Studien, wo sind die Eltern und die Angehörigen? Also wie fühlen die sich in diesen Situationen? Und wie kann man da wirklich eine Aufbauarbeit machen und Informationen geben? War jetzt wirklich gar keine Frage. Ne, ich habe gemerkt, als ich Ihnen jetzt zuhörte, dass ich ganz nachdenklich geworden bin. Und ich antworte Ihnen jetzt mal so, dass ja das, was Experten an so einer Stelle sagen, in der Beratung, ist immer ganz schmerzlich, weil dann, wenn nichts mehr hilft, dann wird ja häufig Kontaktabbruch empfohlen. Ne? Also nicht mitfinanzieren der Droge. Und ich kann das als Experte immer sehr klar und leicht formulieren. Und wenn ich jetzt an meinen eigenen, heute 10-jährigen Sohn denke, ich weiß nicht, ich bin dann nicht mehr Experte und wie es mir dann geht. Und dass Ihnen das jetzt auch komisch geht bei der Legalisierungsdebatte und Sorge entsteht, ist das ein Punkt, wo was kippt? Das kann ich auch gut verstehen. Und dann in so einer Ich-Spaltung, also wenn ich mich jetzt dann immer wieder als Experte irgendwie so ins Spiel bringe, dann bleibe ich dabei, dass wir da das gleiche Problem haben wie beim Alkohol, ja, frei verkäuflich, und die Risiken bleiben die gleichen. Ja. Also gerade deswegen, ich finde diese Radfahrermentalität, erst umfahren und klingeln dann, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, das haben wir jetzt bei Nikotin gesehen, das haben wir jetzt bei Alkohol gesehen, dass es so nicht richtig funktioniert hat, und ich hoffe einfach, dass wir jetzt bei dieser Diskussion, und wir denken auch, also da spreche ich wirklich für uns im Elternkreis von allen Mitarbeitern, wir denken schon, dass diese regulierte Abgabe kommen wird, aber dann auch bitte so, dass wir es diesmal besser machen. Und das heißt, was heißt wir? Wir entscheiden das ja letztendlich nicht, das werden politische Entscheidungen sein, und ich kann wirklich nur sagen, es müssen viele Worte gehört werden, es müssen viele Veranstaltungen mit besucht werden. Wir waren jetzt am Freitag erst wieder in Brandenburg bei einer Veranstaltung. Es ist natürlich ganz einfach, wenn man zu so einer Veranstaltung einlädt und nur Pro-Leute einlädt. Also wir sind da immer so ein bisschen wenige, die also auch mal sagen, es gibt noch andere Aspekte, und ich hoffe und wünsche vielen einfach auch, nur auch die vielleicht heute hier sind, dass sie ihre Meinung dazu sagen, und auch wenn es pro ist und man ein bisschen unangenehm ist. Also das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Sie benennen die Risiken, und das, also das geht für mich also sehr gut miteinander. Und eine Antwort noch auf die Frage nach den Angehörigen, also da stimme ich Ihnen zu, und deswegen bin ich auch ein Verfechter eher der wohnortnahen Behandlung, weil man dann dort die Familien einfach gut mit reinnehmen kann.